bei mir in der Werkstatt. Wir wollen heute noch mal ganz kurz was über Federn und Federnmontage in Leitwerken beim DLG oder F3K oder meinetwegen auch F5K mittlerweile. Wollen wir was dazu sagen? Ich muss dazu sagen, die eine leichte Grundlagenforschung oder wie man das immer nennen will, hat der Felix schon mal in RC Network publiziert. Das heißt, er hat da wirklich Gewichte, wie welche Feder, wie lang, was sie für eine Kraft hat und so weiter gemacht. Also Hut ab, sehr schön gemacht. Das war Grundlagenforschung. Das war Grundlagenforschung. Wir haben uns nämlich gerade eben eine Zeit lang über Grundlagenforschung unterhalten. Also Felix, schönen Dank. So, wir wollen uns über Federn unterhalten. Die, ich habe hier schon mal ein paar Sachen eben ein bisschen aufgebaut. Wir brauchen einen Stahldraht, habe ich hier liegen. Kann man kaum sehen, ich weiß nicht, ich habe den. Wir brauchen ein bisschen Schmirgelein, wir brauchen ein Messer, wir brauchen vielleicht einen Bleistift, wir brauchen einen Bohrer. Hier so ein altes Bautenzugröhrchen. Die zweite Alternative wäre Adernhülsen. Ich weiß nicht, kannst du die so sehen, Norbert? Kriegst du die so drauf? Also so Adernhülsen würden auch gehen dafür, das muss man die abschneiden. Und die dritte Möglichkeit, ich habe leider keine groß genug, kann man diese Nadeln auch kaufen. Auch die gibt es mit einem Durchmesser, einem Innendurchmesser, wo ich so ein Stahldraht reinkriege. Da wäre sogar noch der Vorteil, dass ich nicht bohren muss, sondern ich stecke einfach die Spitze rein und schneide die einfach ab mit einer kleinen Dremelscheibe. Also auch eine prima Sache eigentlich. Also das heißt, das ist auch so ein Allround-Zeug, wo man auch mal die Seile mit zusammen, das hatten wir ja schon mal, zusammendrücken kann. Genauso würde das auch funktionieren hier mit diesen Aderhülsen. Ja, einen Bohrer brauchen wir, ein bisschen Schmirgelein, wir brauchen eventuell eine Pappe, irgendwas zum Anmischen zum für 5 Minuten Epoxy und 5 Minuten Epoxy. Bei den Rohrzellleitwerken könnt ihr auch CA-Kleber nehmen, bei den Schaumleitwerken auch immer darauf verzichten, auch nicht der Styropor, der brennt euch überall Löcher rein. Danach könnt ihr das alles vergessen. So, was wir dann noch brauchen ist natürlich ein Leitwerk. Ich habe hier schon mal eins vorbereitet. Bei den Schaumleitwerken möchte ich vielleicht noch mal eins dazu sagen. Wenn ihr sowas macht, achtet darauf, dass die Ruderhörner bis auf die aufs Außengewebe mit aufgeklebt werden, weil wenn die nur im Schaum stecken, wird sich irgendwann das Leitwerk lösen. So. Sag noch mal einmal was zu dem Stahldraht, welche Stärke. Also ich habe jetzt hier 0,4er, 0,5er. Das ist eigentlich so das Übliche, sage ich mal so. Da muss man immer ein bisschen gucken. Bei dem 0,5er muss man eventuell die Schenkel etwas länger machen. Beim 0,4er kann man sie ein bisschen dichter. Muss man manchmal ein bisschen ausprobieren, aber da hat Felix also wirklich ganz tolle Werte herausgefunden, welche Länge, was das ungefähr bringt. Also wenn man die normalen Federn nehmen möchte. Diese normalen Federn, das heißt, ich habe ein Schenkel so, das heißt, ich habe hier dann meine Federkraft, so, das heißt, ich habe so eine Torsionsfeder, haben in den Rohrzellleitwerken funktionieren die einwandfrei. Bei den Glasleitwerken, also das heißt mit Schaum und Glas, da habe ich das Problem, dass wenn ich hier die eine Feder, da hinten die andere habe und das lange unter Spannung habe, kann es durchaus sein, dass mein Ruder sich irgendwann anfängt zu verwinden. Das ist also mit ziemlicher Sicherheit passiert das. Oder das Leitwerk verwindet sich. Weil zum Fliegen reicht das. Also das heißt, die Torsion des Leitwerkes reicht, aber mit den Federn kriegt man die schon ziemlich krumm. Also da habe ich schon ganz schöne, oder selber auch, ich habe noch so einen alten Salpeter von 2011. Das heißt, das Ding ist 9 Jahre alt. Die Leitwerke sind richtig krumm, also mittlerweile ist das komplette Seitenruder ist so komplett verdreht, also das hält nicht lange. So, da habe ich dann auch mal im Internet rumrecherchiert und da hat der den Helios Baut, der hat eine andere Federart genommen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar brauchen wir dafür, ich habe das hier schon mal hingelegt, ein Federstahldraht. Bei den Federstahldrähten muss man ein bisschen aufpassen. Es kann durchaus sein, dass man Draht erwischt, wenn man den biegt
dass der anfängt irgendwie zu brechen. Dann sind die zu hart. Ich habe jetzt hier zum Glück einen, der lässt sich biegen, weil ich habe hier schon Probebiegungen gemacht. So, wir machen als erstes, biegen wir die Feder einfach wie so eine Haarklammer zusammen. Das heißt, ich muss mal eben gucken, ich habe hier, glaube ich, 120, dann mache ich hier bei 60 mm. So, kannst du das sehen, Norbert? Oder lieber so? Ich biege den hier einfach einmal rum. So, und jetzt biege ich den komplett in der Mitte zusammen. Bis hinten. Also wie gesagt, da kann es Stahldrähte geben, da lässt sich das nicht fein mitmachen. Also muss man entweder ein anderes Stück aus dem Stahldraht nehmen, weil die Stahldrähte sind zwar alles Stahl, aber nicht jeder Stahl ist gleich. Es gibt da härtere Stellen, weichere Stellen drin. So, jetzt habe ich den quasi wie so eine Haarklammer gebogen. Ja, wie so eine einfache Haarklammer. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht verdrehe. So, jetzt habe ich, passt nicht so ganz, sind nicht gleich, schneide ich hinten einmal ab, kein Problem. So, jetzt nehme ich diesen Stahldraht und klemme den einfach nochmal, und das ist relativ einfach jetzt, einfach nochmal in die Zange. Na, der will nicht so richtig hier. So. Und biege ihn einfach, beide Schenkel gleichmäßig auf 90 Grad. So, jetzt habe ich also quasi eine Feder. Wie soll ich das jetzt? Norbert, kannst du das so? Also das heißt, ich habe hier die beiden Schenkel und so sieht die Feder eigentlich aus. Na, vielleicht nochmal so. So. Ja, hier sind die beiden Schenkel. Wenn ich die jetzt einsetze hier nachher in das Leitwerk, das zeigen wir nachher, überschlage ich die einmal so. Das heißt, einen über den anderen überweg. Und wenn ich jetzt die beiden Schenkel in die Hand nehme, habe ich jetzt im Grunde genommen jeder Schenkel für sich eine eigene Torsionsfeder. Na, der will gar nicht so richtig hier, kann gar nicht richtig festhalten. Na. So, das heißt, ich habe jetzt, oh, seht ihr, das kriegt man selber kaum gehalten. Aber im Leitwerk nachher geht das einwandfrei. Ich habe jetzt eine Torsionsfeder, die beide Schenkel so drehen in dem einzelnen Draht. Nun mache ich das folgendermaßen. Ich setze meine Feder eigentlich. Ich habe hier noch mal eine schon vorgebogen. Die soll jetzt, wenn jetzt hier beide einmal hier und einmal dort einsetze, habe ich den Vorteil, dass ich keine Torsion auf das Gesamtleitwerk bringe, sondern direkt neben dem Ruderhorn ist schon mal steif und hier direkt unter dem kleinen Holm habe ich dann meine beiden Hülsen. Dafür mache ich Folgendes. Ich nehme einfach einen kleinen Bohrer, bohre daneben einfach in den Schaum ein bisschen ein und genau auf der anderen Seite auch vorne in das Hauptruder. So, eine Möglichkeit wäre jetzt, diese Aderhülse einfach reinzuschieben. Natürlich mit Kleber. Also das heißt mit einem 5-Minuten-Epoxy. Und dann kann ich die hier abschneiden. Oder ich habe jetzt hier mir so kleine Stücke abgeschnitten von dem Baudenzug. Die schleife ich mir noch etwas dünner. Also das heißt, ich habe mit Schmirgelein, dafür brauche ich das Schmirgelein, habe ich die ein bisschen angeschliffen. Die drücke ich jetzt hier rein. Mit Kleber normalerweise. Warte, bis der Kleber hart wird. Wir machen jetzt mal ohne. Zur Demo. So, noch ein bisschen tiefer rein. Ja, da muss man ein klein bisschen rein noch. Dass sie nicht stören. Ja, stört nicht. So, jetzt habe ich hier die beiden Röhrchen drin. So, und das ist meine Führung nachher jetzt für meine Feder. So, jetzt nehme ich meine Feder. So, jetzt wird es ein Problem geben gleich. Die Feder würde jetzt in dem V drücken. Dafür nehme ich den Bohrer von der Rückseite und drücke mir hier quasi hinten eine Nut rein. Oder ich kann die auch rein feilen, also es ist egal, wie ich das mache. In dieser Nut liegt nachher mein
meine Feder. So, nun müssen wir gucken. Einmal überschlagen die Feder. So. Ein Schenkel rein, zweite Schenkel rein. Der Vorteil dieser Geschichte ist, ich kann die Federn nachher auch wieder einfach erneuern, wenn die mal kaputt geht. Ja, jetzt seht ihr, hier ist jetzt die Feder drin. Ja. Und schon habe ich meine Leitwerksfeder fertig. Diese hat jetzt den Vorteil, dass der Druck nur auf diesen beiden Punkten hier lastet und kein Verzug im Ruder ergibt. Diese Feder würde jetzt einmal da sitzen und einmal hier hinten sitzen. Und das heißt, ich habe wirklich eine Torsion auf einmal im Leitwerk. Wie gesagt, bei Ruhezellleitwerken ist das meist kein Problem. Aber bei diesen Schaumleitwerken auf Dauer geht das nicht gut. So, nun kann es passieren, dass diese Feder eventuell hier rausrutschen möchte. Da kann ich aber mir einen einfachen Trick nehmen. Ich nehme einen etwas bisschen Tesafilm. Ich klebe das hier hinten einfach einen Streifen rüber. Den schneiden wir auch gleich ab. So. Ganz klein bisschen auf dem Glas stehen lassen, mache ich jedenfalls so. Sieht man her nicht, ist von unten. Auch beim Seitenruder ist das nicht das Problem. Aber dann fliegt mir die Feder auch nicht raus. Und ich habe Modelle, also die haben mittlerweile seit 6-7 Jahren diese Feder da drinne. Und die funktionieren immer noch einwandfrei. Also. So, und nun kann ich über die Länge der Feder kann ich auch die Torsion bestimmen. Das heißt, umso länger, umso weicher, umso kürzer, umso härter. Also das heißt, das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber so eine Länge von ca. 50 mm ist für ein D47 Servo immer gut. Funktioniert einwandfrei. Nochmal hier. Na, ihr seht, von alleine hoch. So, auf Zug. Also kein Problem. Ganz einfach eigentlich. Braucht man wenig für, hat man meist alles zu Hause. Ja, das zu dem Thema Leitwerke und Federn. Ich wollte noch mit Kleber einsetzen, aber brauchen wir nicht. Also funktioniert jetzt sogar schon so. Und ihr seht, da kommt keine, der Schaum geht nicht auf dadurch. Und wenn hier noch ein bisschen 5 Minuten Epoxy mit drin ist, dann ist das eigentlich alles wunderbar fest. Ja, das gleiche geht bei Seitenrudern. Ja. Ich würde sogar diese Technik auch, ich schaue mir auch immer hier diese Rees-Modelle an. Die machen immer noch so dicke, fette Baudenzüge rein. Ich würde da immer so ein Schmuckdraht reinmachen. Spart echt viel Gewicht. Ja. Wir beide wünschen trotzdem einen schönen Spätherbst. Wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne nochmal sehen wollt, schreibt uns, gebt da Kommentare ab. Wenn es machbar ist, dann machen wir das gerne.